Wir sind natürlich immer noch auf der Computex unterwegs und schauen uns mal den ECS NanoCube an. Der NanoCube ist, wie der Name schon sagt, ein wirklich extrem kleiner PC. Wenn man den mit einem normalen NUC vergleicht, dann ist er ungefähr nur ein Viertel so groß. Denn die NUCs haben ja eine Kantenlänge von, ich glaube, so um die 12 bis 14 cm. Der hier ist 7 x 7 cm von der Grundfläche und in der Höhe sind es nur 31 mm. Also wirklich extrem kompakt, fast schon die Maße eines Compute-Sticks, aber der ist eben ein bisschen vielseitiger, vor allem hat er eben auch noch ein paar mehr Ports. Das Ganze basiert inzwischen dann auch schon auf Intels Apollo Lake Platform, also Celeron und Pentium CPUs mit 2 oder 4 Kernen, mit Taktraten von, ich glaube, bis zu 2,6 GHz, unter anderem eben der N3350 und natürlich der N4200er Pentium, der auch in vielen Low-End-Notebooks inzwischen zum Einsatz kommt. Das sind jeweils Chips, die mit so 1 GHz oder 1,1 GHz Basistakt arbeiten und dann eben beschleunigen, wenn mehr Power benötigt wird. Der Vorteil ist vor allem die etwas bessere Grafikeinheit, die dann auch 4K-Wiedergabe und ähnliches und Full HD und so weiter ohne Probleme bewältigt. Außerdem sind diese Mini-PCs dann inzwischen auch meistens mit 4 GB Arbeitsspeicher ausrüstbar. Das ist auch hier der Fall. Es gibt entweder mit 2 oder 4 GB. Und beim Flash-Speicher sieht es ähnlich aus. Da gibt es dann die Wahl zwischen 32 und 64 GB. Die ganze Nummer ist eigentlich mehr so wie bei ECS üblich für den Digital Signage-Bereich gedacht, aber es gibt auch einige Firmen, die das Ganze branden und dann als Mini-PC für den Heimgebrauch auf den Markt bringen. Ich hoffe, das ist bei diesem Ding genauso, denn es ist ja eigentlich ein sehr, sehr interessanter Formfaktor, wie gesagt, gerade wegen der geringen Größe. Da läuft ein ganz normales Windows 10 drauf. Von der Performance eigentlich auch ganz brauchbar, zumindest wenn man nicht zocken möchte, dürfte das eigentlich durchaus ausreichen, um jetzt zum Beispiel einfach Office-Arbeiten zu machen und ähnliches. Er lässt sich auch mit einem VESA-Mount dann einfach auf der Rückseite eures Monitors anbringen. Macht auch sonst, glaube ich, auf dem Tisch eine recht gute Figur, weil das Ding eben sehr, sehr klein ist. Wir gehen ganz schnell rum. Wir haben hier auf der Front natürlich den Ein- und Ausschalter inklusive einer Power-LED. Die leuchtet, glaube ich, soweit ich weiß, blau. Dann haben wir einen USB 3.0 Anschluss in voller Größe, einmal USB 2.0 in voller Größe und auf der rechten Seite gibt es dann einen Kensington-Lock, da zeigt sich dann wieder die Business-Orientierung so ein bisschen und auf der Rückseite wird es dann nochmal relativ interessant, denn wir haben hier einmal die Stromversorgung über einen Micro-USB-Netzteil, geben wie immer 3 Ampere rein, also ungefähr 15 Watt werden da angeliefert. HDMI-Ausgang ist natürlich auch vorhanden und es gibt einen Gigabit-Ethernet-Anschluss noch dazu. Auf der linken Seite haben wir dann den Micro-SD-Kartenleser, der hier auch vorhanden ist. Man ist damit dann also durchaus in der Lage, eigentlich alles zu tun. Auf der linken Seite haben wir dann auch noch den Micro-SD-Kartenleser, der im Prinzip die Ausstattung soweit abrundet. Das Einzige, was mir persönlich hier fehlt, ist ein Klinkenanschluss für die Verwendung eines Kopfhörers oder den Anschluss der Stereoanlage. Da ist dann auch wieder die Digital Signage-Ausrichtung so ein bisschen zu spüren, denn die möchten gerne, dass man den Sound natürlich über HDMI rauslässt. Auf der Rückseite, wie gesagt, Gigabit Ethernet und so weiter. Aber wenn ihr hier oben reinschaut, dann seht ihr, da sitzt ein relativ großer Kühlkörper. Das ist dann auch der Trick. Da ist ein Lüfter drin und der wird zwar nicht besonders oft gebraucht, aber er ist eben vorhanden, um das Ganze auf Temperatur zu halten und zu verhindern, dass das Ding throttelt, wie es bei einigen Compute-Sticks ja zum Beispiel der Fall war. Und wenn wir hier oben noch um die Seiten rumschauen, dann seht ihr auch, da sind wieder Lüfterauslässe vorgesehen, die das Ganze relativ gut auf Temperatur halten dürften. Obendrauf ist eine matte Abdeckung und das war's auch schon. Da dürfte dann der eine oder andere Abnehmer unter den Partnern, die das Ganze vertreiben wollen, sein Logo anbringen können. Und hinter mir, beziehungsweise vor der Kamera, auf der anderen Seite sozusagen, läuft gerade auch schon ein kompletter Rechner damit. Und das macht bisher auf jeden Fall einen recht flüssigen Eindruck. Full HD ist zum Beispiel kein Problem. 4K dürfte eigentlich auch gehen, ist aber vor allem bei der Videowiedergabe dann sicherlich ein Thema. Was die Verfügbarkeit angeht, hat ECS bisher noch keine Angaben gemacht. Es wird aber wie die ganzen anderen kleinen ECS-Computer vor allem in Japan zunächst angeboten, weil sich da eben ein Partner gefunden hat, der das Ganze vertreiben möchte. In Deutschland durchaus auch denkbar, dass Firmen wie zum Beispiel Trextor auf den Zug aufspringen und das als Kleinstrechner für den Heimgebrauch anbieten, denn die haben ja schon ähnliche Systeme in petto. Preislich dürfte es bei den Basismodellen so bei um die $150 losgehen. Da gibt es allerdings nur 2 GB Arbeitsspeicher und 32 GB Flash-Speicher. Wer mehr möchte und vor allem auch mehr Leistung, muss dann schon ein bisschen tiefer in die Taschen greifen. Und das geht dann so sicherlich ab 250 Euro ungefähr los.
bleibt abzuwarten, ob es denn tatsächlich passiert, dass dieses Gerät demnächst vielleicht auch nach Deutschland kommt. Das war ein kurzer Blick auf den ECS NanoCube hier auf der Computex 2017.